So, ich bin kurz davor, wieder online zu gehen, auf Twitch, natürlich, Card muss sein, deshalb auch der Name Card86, also wer Bock hat, in den Livestream zu kommen, einfach, wie gesagt, Card86, nicht mehr Family Hack. Dann noch eine kleine Info wegen Dying Light 2, da gibt es anscheinend jetzt ein größeres Problem, ich weiß jetzt nur nicht, ob es nur der Online-Modus betrifft, also den kompletten Online-Modus, oder ob es das komplette Spiel betrifft. Nämlich jetzt ist hier, war ja vorher schon nach aktuellem Stand, wird es nicht möglich sein, Dying Light 2 mit einer deutschen IP-Adresse zu aktivieren und zu spielen. Heißt auf gut Deutsch, du kannst das Spiel nicht spielen. Vorher war es ja so, dass du die Uncut-Version, die konnte man sich noch runterladen und installieren, aber die scheinbar jetzt auch nicht mehr. Also wenn da irgendeiner Infos zu hat, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil unter das letzte Video, was das betroffen hat, wurde mir auch drunter geschrieben, nee, jetzt ist das auch nicht mehr. Also wenn er irgendwelche Infos hat, schreibt es einfach mal drunter. Des Weiteren, klar, MMOGA ist mein Partner, ihr könnt euch ja gerne mal ein bisschen umgucken. Zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, PlayStation-Karten, zum Beispiel, wenn ihr euch für 100 € eine Karte kauft, da seid ihr bei 10 €, die ihr spart, plus noch die 10%, die ihr kriegt, wenn ihr halt den Rabatt erreicht mit dem Treuerabatt, wie ihr hier seht. Also da ist schon einiges möglich, wenn man einiges ausgibt. Aber ist klar, desto mehr du ausgibst, desto mehr Rabatt kriegst du. Zum Beispiel Landwirtschaftssimulator auch für sie 28 €, God of War für 35 € statt 50 €. Also wenn ihr euch da irgendwas holen wollt, wird mich natürlich auch supporten. Ich gehe jetzt live mit Mario Kart und in dem Sinne, und denkt dran, Link dafür ist natürlich in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis gleich.